Und Servus Freunde, was geht ab, was geht ab? Wie ihr sehen könnt, im Titel steht da KTA Mercedes E63S. Wofür steht KTA? Das heißt Kadir Tested Autos. Bam! Ich sag mal so, ich wollte das schon vor ein, zwei Jahren machen, dass ich Autos von Kollegen nehme oder miete und die halt teste, fahre 0-100 und sage, was ich für das Auto empfinde. Positive wie negative Sachen. Natürlich kann man das jetzt nicht innerhalb einer Stunde sagen, aber wir versuchen halt das Bestmöglichste rauszuholen. Heute haben wir, wie gesagt, eine E63S Formatik mit 612 PS und 850 Newtonmeter. Wir werden auf Instagram Fragen beantworten. Ich mache gleich eine Story. Ihr werdet das da sehen und die Fragen, die ihr mir stellen werdet, werde ich da drin beantworten, nicht hier drauf. Ja? Also die Leute, die das jetzt anschauen, schön auf Instagram folgen für die nächste Folge. Genau. Ich wollte das schon vorher machen, aber habe es nie geschafft wegen Meisterschule und Operationen, die ich viele hatte. Doch jetzt haben wir die Zeit dafür. Wir würden das Auto erstmal, wir zeigen das erstmal von außen. Ne? Zeig mal ein bisschen vom Außen. Oder soll ich mal ein bisschen so Gas geben, Digga? Willst du? Komm, guck mal das Interieur an. Von außen schwarz, in weiß. Mag zwar nicht jeder, aber das sieht so elegant aus. Ich liebe es. Ja, ist geil, ne? Was sagst du, Alter? Komm, wir machen mal die Motorhaube auf, Digga. Wir gucken mal uns jetzt das Aggregat an, was sich darunter befindet. Das ist das Herzstück des Autos. Die 4 Liter V8 Biturbo. Direkt ein Spritzer. Ja, guck mal, bei AMG kannst du immer erkennen, wer diesen Motor gebaut hat. Diesen Motor hier hat Marcel Weber gebaut. Ganz ehrlich, Vivi, du hast einen sehr guten Job gemacht. Hast du sehr gut gemacht. Der Motor läuft einwandfrei. Stellt mir Fragen am Ende des Videos, damit ihr das hier auf YouTube sehen könnt mit meinem Freund Rafa. Also jetzt für die Leute, zum Beispiel Rafa weiß jetzt nicht, was abgeht. Wir messen jetzt 0-100. 0-100 heißt, in wie vielen Sekunden das Auto von 0 auf 100 km/h braucht. Diese Q-Stars wird uns zeigen, halt, in wie vielen Sekunden wir gebraucht haben. Okay. Guck mal, Werksangabe. Mercedes sagt 3,4 Sekunden. Mal gucken, ob er die 3,4 Sekunden einhalten wird. Boah. 3,3 Sekunden. Genau, exakt sogar. Digga, das Ding ist, wir sind zu zweit und der Tank ist drei Viertel voll. Krank, Digga. Wie ist er gerade nach vorne gesprungen, sei ehrlich. Hast du grad, die Leute haben sowieso gerade gemerkt. Ja, guck dir dein Gesicht an, Digga. Das Ding ist, ich bin so auf einmal so. Dein Gesicht, Alter, nicht mein Gesicht. Junge. Oh mein Gott, Digga. Okay, ich filme jetzt deine Fresse dabei. Nee, der ist schlecht. Ja, 3,3, aber hey, 3,3. Werksangabe ist 3,4 und wir sind zu zweit, das heißt mehr Gewicht. Oh, das ist echt gut. Ich bin echt positiv überrascht. Ja, ich bin gerade ein bisschen vom Gas runtergegangen, Digi. Ja. Weil gerade ein Vogel rübergeflogen ist. Ich wollte den nicht mitnehmen. Oh, hast du den nicht gesehen? Nein, Bruder, ich war hier fokussiert. Ich hatte schon dieses Klatschgefühl, weißt du, wenn das so ging. Junge, ich habe das noch nie gehabt, dass ich im Auto einfach Adrenalin gespürt habe. Glaubst du mir das? 3,3 Sekunden. Alter, das Auto geht richtig ab. Puh, so, was finde ich am geilsten am Auto? Als allererstes der Motor. Der hat so viel Potenzial, der geht so ab. Ehrlich, das ist jetzt nicht gespielt oder sonst was und ohne Scheiß. Wann habe ich dir gesagt, dass wir das aufnehmen? Gar nicht. Vor halbe Stunde habe ich dir angerufen, komm runter, wir drehen ein Video. Ich habe davor geschlafen sogar. Genau. Es ist nichts geplant, ich habe mich null vorbereitet. Gar nichts habe ich gemacht. Wir machen das jetzt alles aus dem Kopf. Vielleicht werden wir bei den nächsten Videos, die wir drehen werden, wo wir die Autos testen werden, ein bisschen vorbereiteter an die Sache rangehen.
oder? Ja, ist okay. Keine Ahnung, Bruder. Wir werden da vorbereitet dann sein auf jeden Fall. Genau, das Lenkrad gefällt mir extrem. Übertrieben geil gemacht. Das Design ist richtig geil. Das Riesentacho hier vorne finde ich richtig geil. Zeig mal das Tacho auch. Ich finde das übertrieben geil. Ja. Und hier halt das Command, ne? Das auch. Und die Soundanlage an sich. Die Soundanlage, Auspuffanlage ist richtig geil. Und B, die Soundanlage, die Musikanlage ist richtig geil. Ich finde die Sitze auch extrem schön, sehr bequem. Wie sitzt du denn? Sitzt du nicht bequem? Sehr bequem, Bruder. Ne, ohne Scheiß jetzt, ne? Man sitzt übertrieben bequem. Wir können auch komfortabel fahren. Das heißt, ich mache auf Komfort, ne? Sogar die Klappe ist ja zu, jetzt hörst du nichts, wir können ganz normal fahren. Das heißt, ich muss nicht mal ins, ich muss nicht schreien, sodass das auf den, das Auto schön leise, du kannst damit auch in Urlaub fahren, ohne Probleme. Was man bei diesem Wagen auch bedenken muss, der schluckt so viel, also der Verbrauch jetzt momentan, warte, ich muss mal gucken, weil ich muss mit diesem ganzen Touch noch zurechtkommen. Jetzt momentan, ich bin 63 Kilometer heute gefahren und habe 24,6 Liter auf 100 Kilometer gerade verbraucht, also noch nicht, ne? Ungefähr 24,6 Liter, Liter steht der gerade. Das heißt, wenn du so ein Auto hast, darfst du gar nicht auf die Preise gucken. Also wer auch so ein Auto sich finanziert oder sich kauft, der müsste auch meiner Meinung nach das wesentliche Kleingeld dafür haben, um auch zu tanken, ne? Das sind so Leute, die sich so ganze Lamborghinis holen, aber nicht fahren. Ja, ja, es gibt ja diese ein oder anderen Menschen oder Arten von Menschen, die sich für 40, 50.000 Euro ein Auto holen und für 10 Euro dann tanken und die billigsten Qualität an Bremsen einbauen, weil sie überall dann sparen wollen und Hauptsache auf dicke Hose machen wollen. Ne? Davon bin ich nicht der Fan. Lieber hole ich ein Auto, was etwas günstiger ist und ich wenigstens gute Teile und gute Bremsen in mein Auto verbauen kann. Ne? Oder die Leute, die sich ein teures Auto holen, die aber kein Geld haben und dann zu Hause Toastbrot essen müssen, weißt du? Aber weißt du, ich meine? Und die dann zu Hause bleiben und nur einmal in der Woche mit dem Auto fahren können, so nach dem Motto. Da kaufe ich mir lieber ein Smart, was ich auch habe und dafür kann ich jeden Tag draußen tun, machen, was ich will. Ja. 100, 200, erste Messung und Kickdown. Kann sich sehen lassen. Ich habe, um ehrlich zu sein, eine 7,72 erwartet. Aber die werden wir noch kriegen. Ich sag dir auch warum, weil wir über Huckel und so gefahren sind. Ne? Und Action. Also für zwei Leute, 612 PS, wenn ich mich erinnere, hatten wir eine glatte 6,9 oder eine 7 beim CL63 mit 700 PS. Das heißt eine 7,4 für zwei Leute und der wiegt, glaube ich, ein Tickchen mehr. Weißt du, ich versuche mal selber zu schalten. Kann man zu stehen lassen, eine 7,6 ist nicht schlecht für 612 PS, Allrad, 850 Newton, 2 Personen und 3 Viertel Tank voll. Der geht gut ab, ne? Man merkt, das Drehmomentverhalten, der ist so, der ist komplett gerade, so, du hast keinen Einbruch, nichts, ne? Der beschleunigt einfach straight durch, Alter. Und wir fahren natürlich auf Strecken, wo halt das auch erlaubt ist, ne? So, wo unbegrenzt ist, ja? Nicht, dass die Leute denken, ich mache jetzt hier illegale Sachen. Das habe ich nicht nötig. Wow. In real life ist das, glaube ich, noch krasser, ehrlich. Oh. Böse!
Ich glaube, die Aufnahme muss er noch mal machen, weil ich habe reingeschrien. Ihr wollt ja nicht mein Schreien hören, sondern ihn. Sehr böse. Ey, ich hab bei einer Aufnahme aus diesem richtig böse reingeschrieben, weil ich einfach so überzeugt war. Steig ein, komm. So, wie versprochen, werden wir jetzt ein paar Fragen beantworten. Ich glaube, wir haben genug Fragen auf jeden Fall bekommen. Über 300 Leute haben die Story geguckt. Ungefähr 30, 40 Fragen haben wir jetzt schon. Ach was. Die erste Frage von einem Freund, den ich kenne. Wie siehst du das Thema Soko-Autoposer? Was ist deine Meinung dazu? Auto-Soka-Pose, ganz ehrlich, was ich dazu sage, die ganze Lage soll sich mal ein bisschen entspannen. Egal was du dazu sagst, ob negativ oder positiv, es wird immer irgendwas auf dich zurückführen. Von daher sage ich am besten gar nichts dazu. Jeder soll das machen, was er für richtig hält. Ein anderer Freund schreibt, wie viel PS hat das Auto? Das habt ihr bestimmt schon gehört. 612 PS E63 S AMG 4-Matic Plus. So. Ein anderer schreibt CL oder SQP. Kommt drauf an. Ich würde eher sagen SQP. SQP ist schon geil. Was fährst du privat? Momentan fahre ich ein Smart. Smart 450 Diesel. Beste Auto. Ich habe meinen 6er verkauft. Schön bodenständig bleiben. Ja, natürlich, Digga. Warum hast du deinen grauen 6er verkauft? Oh, warum ich den 6er verkauft habe? Ganz ehrlich, ich weiß es selber nicht. Ich bereue es. Hast du meinen grauen 6er gesehen? Aber noch nicht live, noch nicht. Ne? Nein, noch nicht. Nur auf Foto, ne? Nur auf Foto. Ich bereue. Und ich hatte zwei 6er. Einen schwarzen und einen grauen. Und ich habe beide verkauft und habe beide bereut. Nächste Frage, die allerletzte Frage. Bist du eigentlich Kfz-Meister? Ja, ich habe 2017 angefangen und Anfang dieses Jahr habe ich meinen Meister erfolgreich absolviert. Einmal bin ich quasi durchgefallen und da musste ich 3 Monate warten, hin oder her. Ja, ich bin Meister, ich bin auch Kfz-Sachverständiger, Zertifizierter und ich teste auch gerne Autos und habe Spaß dabei. Mashallah, Bruder. Lakshum. So, Freunde, wenn euch das Video gefallen hat von der ersten Folge von KTA, lasst einen Daumen hoch, sehr wichtig. Wenn ich sehe, ihr habt Bock drauf, haben wir noch weitere Autos von Freunden, die ich mir ausleihen darf. Und falls nicht, werde ich mir ganz einfach auch die Autos mieten, um euch halt ein bisschen zu unterhalten. Wie gesagt, lasst einen Daumen da. Schreibt in die Kommentare, welche Autos, auf was für Autos ihr auch Bock haben, ne? Wie gesagt, das ist so ein Kurztest von mir, was ich geil finde. Natürlich muss man bestimmt eine längere Zeit diese Autos fahren, um zu beurteilen, was gut und schlecht ist. Aber das ist erstmal meine Meinung. Von daher seid mir nicht böse. Ich habe euch lieb. Bis zum nächsten Mal. Ciao.